Die Tricks mit Fleisch und Wurst, was wir wirklich essen. Der Klebefleischschwindel. Wir dachten ja bisher, ein Stück Fleisch sei aus einem Stück Fleisch. Das haben wir falsch gedacht. Wir machen einen ungewöhnlichen Versuch. Wir wollen aus Fleischstücken so etwas herstellen wie ein ganz normales Rinderfilet, ohne dass es hinterher jemand merkt, ob das funktioniert. Genau das wollen wir später in dieser Markthalle testen. Er wird uns dabei helfen, Bruno Geffert, Fleischer und Berufsschullehrer an der Peter-Behrens-Schule in Darmstadt. Die Zutaten fürs falsche Filet: Fleischreste, Wasser und der Klebstoff Transglutaminase. Ein Stoff, der auch in der Lebensmittelindustrie verwendet wird. Und so funktioniert das Ganze. Um die Stücke miteinander zu verbinden, mixt Bruno Geffert zunächst den Kleber an. Dann vermischt er ihn mit den Fleischstücken. Zum Schluss presst er das Ganze in eine spezielle Metallform. Im Moment sieht das Ganze noch etwas ungewohnt aus, aber am Ende werden sich die Fleischfasern so verbinden, dass ein natürliches Stück Fleisch vom Aussehen her entstehen wird. Zunächst kommt unser Klebfleisch aber erstmal in den Kühlschrank. Dort muss es 24 Stunden lagern, damit aus den einzelnen Stücken ein Ganzes wird. Und das geht so. Die Transglutaminase selbst klebt eigentlich gar nicht. Das Enzym bewirkt aber, dass sich die Eiweiße aus den einzelnen Fleischstücken lösen und miteinander verbinden. Dadurch entstehen an den Schnittstellen Netze, die die Stücke zusammenhalten. 24 Stunden später. Bruno Geffert schneidet mehrere Scheiben des geklebten Fleischs ab. Zum Vergleich gibt's Scheiben von einem echten Rinderfilet. Die Ähnlichkeit? Verblüffend. Links das echte, rechts das zusammengeklebte. Ob's jemand merkt? Wir machen den Test in dieser Markthalle. Die blauen Zahnstocher markieren das geklebte Filet, die grünen das echte. Ja, ich würde sagen, das ist das echte, weil das natürlicher aussieht. Ja, ich auch. Ist aber leider falsch. Also ich würde sagen, das ist das echte Fleisch, weil hier sieht man einen Speckstreifen. Von der Farbe her ist es ansprechender und es ist ein bisschen so durchwachsen, sodass man annehmen könnte, es ist echt. Sie liegt richtig. Echt, unecht. Echt, unecht. Unstimmigkeit also beim Sichttest. Jetzt wird's noch schwieriger. Wir braten das Fleisch an. Hier ist der Unterschied kaum zu sehen. Wir wollen wissen, ob man ihn vielleicht schmecken kann. Also ich würde sagen, das zweite, dieses ist das echte. Richtig getippt. Vom Biss her ist das irgendwie nicht so natürlich. Ich finde das natürlicher. Leider falsch getippt. Ich würde sagen, das ist echt. Richtig. Unterm Strich gab es aber auch beim Geschmackstest jede Menge Verwirrung. Gegen solche Tricksereien wehren sich Verbraucherschützer. Denn das, was wir gemacht haben, ist verboten. Zumindest dann, wenn unser falsches Filet als echtes über die Ladentheke gewandert wäre. Wer beim Metzger oder im Supermarkt ein Steak, ein Filet oder ein Schnitzel kauft, der erwartet ganz selbstverständlich auch, dass es sich um ein natürlich gewachsenes Stück Fleisch handelt. Und das ist bei Klebefleisch eben nicht der Fall. Wird dann trotzdem Klebefleisch ungekennzeichnet angeboten, dann ist es eine vorsätzliche Irreführung der Verbraucher. Dennoch, an anderer Stelle gibt es durchaus Fleischprodukte, die mit Transglutaminase geklebt werden. Und das ganz legal. Etwa bei gekochtem Schinken, der heutzutage oft aus zusammengesetzten Fleischteilen besteht. Wir machen deshalb auch damit einen Test. Rechts wieder grün markiert der echte Schinken, links blau markiert der geklebte. Für die Verbraucher offensichtlich eine einfache Aufgabe. Alle erkennen den echten Schinken. Doch was macht den Unterschied? Sie erkennen es nur in den ganzen Scheiben, an den ungleich verlaufenden Fasern, an dem wirren Muster, das sich daraus ergibt durch die zusammengesetzten Teile. Darin können Sie es dann erkennen, dass es unecht bzw. zusammengesetzte Fleischteile sind. Und was ist, wenn wir die Stücke klein schneiden, nur den Geschmack testen lassen? Das ist der echte. Merkt man am Geschmack, an der Konsistenz beim Beißen, das ist der echte. Richtig getippt. Ich würde sagen, das ist der echte. Ist aber falsch.
Vom Geschmack war der besser. Aber nach echtem Schinken sieht eher der aus. Und? Falsch. Richtig fies Hähnchen-Nuggets. Statt echter Hühnerbrust steckt hier oft nur ein geklebter Fleischbrei drin. Wegen der Panade ist das für die Verbraucher nicht zu erkennen. Wir machen deshalb einen Geschmackstest. Einmal mit richtigen Nuggets links, einmal mit den geklebten rechts. Ob sich der Unterschied schmecken lässt? Nicht drauf gucken. Das ist gepresste. Und das ist das echte. Richtig. Vom Geschmack her einfach. Ja, beide schmecken nach echtem Fleisch. Aber das ist Fleisch, das nicht. Ebenfalls richtig. Ich glaube eher, das schmeckt nach echtem Hähnchenfleisch und das nach gepresstem Hähnchenfleisch, weil das hier hatte irgendwie ein bisschen natürlichere Konsistenz und das war so ein bisschen gepresster. Dreimal richtig. Dennoch, wollen Sie wirklich sicher gehen, müssen Sie das Kleingedruckte lesen. Begriffe wie Formfleisch, zerkleinert oder zusammengefügt verraten geklebtes Fleisch. Fehlen solche Begriffe, können Sie relativ sicher sein, ein echtes Stück Fleisch im Wagen zu haben. Ich gehe einkaufen bei Aldi. Hier gibt es immer wieder Feinkostschnäppchen. Ich nehme mit Vitello Tonnato für 2,99 €. Das ist gegartes Kalbfleisch an Thunfischsoße. Auf der edel aufgemachten Packung steht sogar Gourmet. Von welchem Tier stammt das wohl? Kalbfleisch. Genau. Da steht's ja. Richtig. Mögen Sie das? Im Prinzip ja. Am Stück, irgendwie geschnitten oder... Genau. Sieht hochwertig aus. Sieht hochwertig aus. Ah ja, da müsste es ja auch hochwertig sein, ne? Sollte. Der Vergleich. So sieht Vitello vom Feinkostladen aus, kostet 5,80 € pro 100 Gramm. Dagegen das Gourmet Vitello von Aldi 3,74 € pro 100 Gramm. Irgendwie wirkt es zerkocht und die Fleischfasern verlaufen unterschiedlich. Wir haben einen Verdacht. Hier stimmt etwas nicht. Ich bringe eine Probe ins Labor. Wenige Tage später der Befund. Das Vitello von Aldi ist Klebefleisch. Der Gentest beweist, eine Scheibe stammt von mindestens drei verschiedenen Rindern. Auf der Verpackung gibt es darauf keinen Hinweis. Steht nicht drauf, genau. Ist trotzdem Klebefleisch. Ja, ist Verbrauchertäuschung letztendlich. Das ist Betrug. Aldi bestätigt uns schriftlich, dass die Vitello-Scheiben zwar aus mehreren Teilstücken bestünden und zusammen verarbeitet würden, trotzdem handele es sich keinesfalls um Formfleisch und müsse dementsprechend nicht gekennzeichnet werden. Ich würde jetzt erwarten, nach der Aufmachung, dass das richtig, dass das nicht zusammengeklebt ist, sondern eben am Stück irgendwie geschnitten. Wie finden Sie das, dass Klebefleisch verkauft wird? Gruselig, ganz gruselig. Das geht ja gar nicht. Ich halte es für ein Produkt, das von der Wertigkeit überhaupt nicht das hergibt, wie es aussieht. Der Verbraucher sieht ein ganzes Stück Fleisch, es besteht aber aus mehreren Teilen. Es wird von der Industrie deshalb hergestellt in dieser Art und Weise, um auch minderwertigere Stücke zusammen zu einem schönen großen Stück kleben zu können. Wenn es ordentlich deklariert ist, wenn alles draufsteht, wenn ich sofort erkennen kann als Verbraucher, dass es hier um eine nicht so hochwertige Ware handelt, dann ist das in Ordnung. Im Moment kann ich es als Verbraucher leider nicht deutlich genug erkennen. Ich brauche noch einmal die Küche von Landfrau Elisabeth Frohne. Ja, gerne. Ja, Frau Frohne, ich habe Ihnen was Leckeres mitgebracht. Ja. Das ist Transglutaminase. Das ist ein Enzym, was sich jeder im Internet bestellen kann. Die Industrie verwendet genau dieses Pulver. Transglutaminase ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, um Klebefleisch herzustellen. Mithilfe dieses Enzyms soll das kinderleicht sein. Das will ich mit der Hauswirtschaftsmeisterin selbst ausprobieren. Zuerst kommt Wasser dazu. Und jetzt wie beim Kuchenbacken. Oder Kleister anrühren. Oder Kleister anrühren.
Pah! Boah, wenn ich mir überlege, diese Paste, dieser Stoff im Fleisch, nehmen Sie mal einen großen Zug. Naja, das riecht scheiße. Das nicht. So, dann einfach mal zugeben. So, ein bisschen lieber im Backen. Ja, und jetzt ein bisschen einmassieren. Dann formen wir aus den Rindfleischbrocken eine Rolle. Noch kurz zusammenpressen. Fertig. Schließlich kommt das Klebefleisch in den Kühlschrank. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin echt gespannt. Ja, ich bin echt gespannt. Die Messer werden schon gewetzt. Ein paar Stunden später. Ohne technische Hilfsmittel, nur durch Biotechnologie, haben wir aus Rindfleischresten edel aussehenden Braten geklebt. Gucken Sie mal, wie das hält. Das ist ja Wahnsinn. Und das riecht, finde ich, richtig nach Fleisch. Das riecht auch gar nicht mehr nach dem Klebemittel. Nö. Die Leute werden ja verarscht. Die glauben, die kaufen der weiß was. Leute, die sich nicht auskennen, glauben vielleicht sogar, die kaufen Filet oder einen Braten. Und in Wirklichkeit ist es nur zusammengeschustertes Fleisch. Ist ja alles vom Tier, alles vielleicht sauber, aber ja nicht hochwertig. Und es wird jetzt hochwertig dargestellt. Ich fahre mit dem Vitello von Aldi nach Krefeld. Hier im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt sitzt ein Experte für die richtige Deklaration von Lebensmitteln. Dr. Detlef Horn, Veterinärmediziner. Er ist hier der Chef. Detlef Horn kennt alle Tricks mit Fleisch und Wurst, denn er ist seit vielen Jahren in der Lebensmittelüberwachung tätig. Das Labor hat herausgefunden, dass das tatsächlich auch Klebefleisch ist. Es steht aber nirgendwo zu lesen für den Kunden. Wenn man ein Fleischerzeugnis aus vielen kleinen Teilen zusammensetzt, ja, sodass es den Eindruck erweckt, es ist ein gewachsenes Stück Fleisch, dann löst es eine Kennzeichnungspflicht aus. Solche Produkte werden mit einem Hinweis Formfleisch ausgelobt. Aber wenn der doch da nicht draufsteht? Dann genügt er nicht den Anforderungen des Lebensmittelbuchs, ne? Und die Kennzeichnung ist nicht ausreichend. Dass Gourmet draufsteht, macht es nicht besser, das Klebefleisch vom Discounter, sondern ist einfach nur dreist. Köstlich, appetitlich, frisch. Das saftige Steak, ein wahrer Genuss für Fleischliebhaber. Aber ist ein Filet, ein Steak wirklich immer aus einem Stück? Oder ist es zusammengesetzt aus vielen kleinen Fleischstücken, aus Resten? Geklebtes Frischfleisch, das ist längst möglich. Wir fliegen nach Frankreich, dürfen bei dem japanischen Unternehmen Ajinomoto drehen, das Transglutaminase herstellt, den Stoff, der aus Fleischresten ein saftiges Steak macht. Das ist Transglutaminase, ein unscheinbares weißes Pulver. Mit erstaunlichen Fähigkeiten, was die Lebensmittelindustrie wohl gerne verbergen möchte. Wie aus Fleischresten mit etwas Pulver und nach kurzer Zeit ein Steak wird wie frisch aus der Metzgerei. Von Fleischresten optisch keine Spur. Das Muskelfleisch ist wieder zusammengewachsen, ganz legal. Denn der Einsatz von Transglutaminase ist nicht verboten. Wie viel von diesem geklebten Fleisch kommt in Deutschland in den Handel? Wir fragen nach beim BLL, dem Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Von geklebtem Fleisch will man hier nichts wissen. Wenn es gemacht würde, auch dann müsste es gekennzeichnet sein. Dann müsste der Verbraucher informiert werden, dass er ein Steak bekommt. Ein Produkt, was aussieht wie ein Steak, aber was aus kleineren Stücken zusammengefügt ist. So viel ich weiß, wird das nicht gemacht derzeit. So viel ich weiß. Er müsste nur ins Internet schauen. Hier bieten Großhändler für die Gastronomie das Enzym an. Sie werben damit, dass man aus Abschnitten und Kleinstücken ein ganzes Stück in beliebiger Form wiederherstellen kann. Wir rufen mehrere Unternehmen an, die Transglutaminase anbieten, geben vor, einen Metzgereibetrieb zu führen. Zunächst wollen wir wissen, ob das Enzym tatsächlich für frisches Fleisch verwendet wird und erhalten eine klare Antwort. Wir verkaufen es ja an die Gastronomie. Also wir verkaufen es viel an die Gastronomie. Im weiteren Gespräch erklärt man uns, wie und was mit der Transglutaminase geklebt wird. Zum Beispiel weiß ich von einem, der hat jetzt eine Bio-Hähnchenbrust und eine Perlhuhnbrust. So, und das fügt er zusammen. Mit der Enzymwassermischung kann man also aus kleinen Stücken vom Rind wieder ein Ganzes formen.
alles mit dem Enzym. Mit Folie in die jeweilige Form gebracht, kommt das Ganze für ein paar Stunden in den Kühlschrank. Fertig ist die Mogelpackung. Ein profitabler Betrug. Merkt der Kunde den Unterschied? Wir testen geklebtes Rindfleisch und die falsche Perlhuhnbrust in einer Fußgängerzone. Was denken Sie denn? Was sieht denn so aus wie zusammengesetzt? Wir haben hier... Ja, dieses hier, denke ich, sieht so aus wie zusammengesetzt. Ja. Und das hier, denken Sie, ist in Ordnung? Ja, weil, ja, aber das ist ja sicher ein Trugschluss. Natürlich, dieses ist markiert als zusammengesetztes Fleisch. Und dieses? Der müsste eigentlich in Ordnung sein, oder der? Falsch, auch zusammengeklebt. Ach, guck mal an, wirklich, diese Kleberei. Bei den Rind und Schwein würde ich tendenziell sagen, erkennt man es nicht so leicht, weil es einfach insgesamt mehr Sehnen hat und ein bisschen fettiger ist es. Der Konsument hat keine Chance, denn eine Kennzeichnungspflicht für das Enzym gibt es nicht. Bei der Organisation Foodwatch, die sich für Verbraucherinteressen einsetzt, ist man entsetzt. Der Einsatz solcher Enzyme, die mit deren Hilfe einzelne Fleischstücke zusammengeklebt werden, um den Anschein gewachsenen Muskelfleisches zu erzielen, also den Anschein zu erzielen, es handelt sich um echte Edelstücke, ist nichts anderes als Verbrauchertäuschung. Die Tatsache, dass es keine Kennzeichnungsvorschriften gibt, zeigt, wie wenig Interessen der Gesetzgeber oder auch die entsprechenden Regierungen daran haben, dass die Verbraucher nicht in die Irre geführt werden. Darüber wollen wir mit der Ministerin für Verbraucherschutz sprechen. Doch ein Interview vor der Kamera lehnt man ab. Kein Interview. Also nehmen wir das Versprechen auf der ministeriumseigenen Homepage. Da sichert Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner zu: Alle Lebensmittel in Deutschland müssen so gekennzeichnet sein, dass eine Irreführung der Verbraucher ausgeschlossen ist. Doch genau das ist nicht der Fall. Ein Pulver, das aus Resten ein Stück Fleisch macht. Eine Lebensmittelindustrie, die sich ahnungslos zeigt. Eine Verbraucherschutzministerin, die sich dazu überhaupt nicht äußert. Alles sehr unappetitlich. Und dann bleibt die Frage, ist dieses Klebezeug überhaupt gesund? Oder kann das Nebenwirkungen haben, die wir uns nicht wünschen?